Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute machen wir was, was eigentlich aus dem bulgarischen Bereich stammt, in Bulgarien auch total bekannt ist, aber hier, denke ich mal, auch nicht ganz unbekannt, nur wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Wir machen ein Prinzessin-Sandwich. Das ist die deutsche Variante. Ja, passt zu dir. Ja, genau. Genauso. Freut euch drauf. André ist mir zuvor gekommen mit dem Scherz. Eigentlich wollte ich den machen. Ja. Gut, dass ich zuerst war. Ja, genau. Aber egal. Ich denke, es passt zu unseren beiden Gemüter. Wie heißt es im Bulgarischen, heißt es, glaube ich, Prinzessi? Prinzessi, aber ich weiß nicht, ob das Prinzessin oder Prinz ist. Keine Ahnung. Also Englisch habe ich es auch schon gelesen. Princesses, ja. Also Mehrzahl. Also es ist Hackfleisch mit Käse auf einem Brot gebacken. Also eigentlich total gut, total simpel und ja, wirklich lecker. Und mal eben schnell gemacht. Die Zutaten, die ihr dazu braucht, seht ihr in der Videobeschreibung, wie immer hier unter dem Video, da wo hier Aufklappen steht. Da einmal draufdrücken oder da drunter und da steht alles für euch drin. Ansonsten eine Premiere. Der Pfeffermix. Der nagelneue Pfeffermix, sie sind da in meinem Shop. Ich hoffe, wenn das Video rauskommt, dass der Shop dann auch online ist. Geplant ist, dass er heute, also Stand Drehtag, eröffnet werden soll. Und da bekommt ihr dann meine neuen Gewürze, ein bisschen Merch. Und nach werden wir immer etwas hinzufügen. Der Pfeffermix, der ist richtig gut. Also wie gesagt, die Gewürze habe ich alle letzten Endes am Küchentisch selber gemischt. Also nicht alle, sondern zum Ausprobieren, bis ich die richtige Mischung hatte. Und dann ist es natürlich professionell abgemischt worden und hergestellt worden. Ich zeige euch den mal eben. Da ist auch fermentierter Pfeffer bei. Es ist Telly Cherry Pfeffer drin, rote Beeren. Das ist eine fruchtige, milde Pfeffersorte. Etwas Salz, also es ist ein mega guter Pfeffermix. Da haben wir wirklich lange dran probiert, lange gegessen vor allen Dingen auch und viel gegessen. Das stimmt. Und das ist wirklich der absolute Knaller. Guckt mal in den Shop rein, wm-bbq.de, verlinke ich euch natürlich in der Videobeschreibung und da seht ihr, was wir sonst noch so alles haben. Ja, fürs Baguette haben wir hier, oder fürs Sandwich, haben wir hier einmal etwas Hackfleisch und da geben wir noch ein paar Sachen zu, einen Handschuh brauche ich jetzt noch nicht, Salz, ich sag mal so 500 Gramm Rinderhack in meinem Fall und könnte natürlich auch gemischt nehmen. Etwas Salz, etwas Oregano. Ich spüre schon die ersten sagen, warum tut er da trockenen Oregano rein, während da frischer steht? Ich weiß nicht, was bequemer ist. Ich kann es auch nicht beantworten. Ich habe es hier hingestellt und dann fiel mir ein, oh, da ist ja frischer. dann haben wir hier noch ein Ei. Mit Hagelschnur? Mit Hagelschnur, ganz wichtig, die muss natürlich weg. Ich glaube, auch die Bulgaren machen das alle weg. Ja, ja, doch, doch. Ja, genau. Habe ich so gelesen. Die schmeißen bestimmt das Ei weg und nehmen nur die Hagelschnur. Ja, bestimmt. Viele können das ja immer nicht verstehen. Es gibt aber immer auch ein paar Einzelne, die sagen, ja, du bist nicht alleine. Mir geht's genauso. Ja. Ich könnte das nicht mehr essen, wenn es da... Wenn das da drin ist. Ich finde das. Ich kann dir nicht folgen. Ja, ich finde es eklig. Ich finde es einfach so. Nein. Zack, ohne Hagelschnur, ein Ei. Dann geben wir noch etwas Zwiebel mit dazu. Die Zwiebel schneiden wir einfach in kleine Würfelchen. Ist mal wieder so grenzwertig von der Menge der Zwiebeln, dass wir sagen, ja, könnte schon fast ein bisschen viel sein. Aber dann besinnt man sich wieder. Und tut alles rein. Ja, zu viel Zwiebeln geht gar nicht. So, rein mit den Zwiebeln. Dann, wie gesagt, etwas von unserem Pfeffer da mal mit rein. Der ist schon intensiv, also so ein
Viertel bis halben Teelöffel reicht auf jeden Fall. Dann haben wir hier Käse. Ich habe hier eine Mischung genommen aus Cheddar und Mozzarella. Die Bulgaren nehmen in der Regel einen anderen Käse, aber auch einen gelben. So steht es immer in der Übersetzung. Gelber Käse. Ja, ich habe auch schon mal roten gesehen. Nein, habe ich gar nicht. Gibt es überhaupt andere Farbe als gelb? Eingefärbt gibt es denn auch wohl rot. Also wir wohnen ja dicht an Holland. Und wenn wir mal in den holländischen Supermarkt fahren, dann ist das schon viel Käse. Ja, aber dunkelgelb und was weiß ich und ja, weiß. Ja. Und aber. Aber nee, rot gibt es auch, habe ich auch schon gesehen. Blau, ja gut, jetzt nicht, also außerhalb von Blauschimmel, sondern einfach nur eingefärbt wahrscheinlich. Ja, ja. Also natürlich gewachsen blau, glaube ich, eher weniger. Bestimmt von der Milka-Kuh. Die ist ja nicht blau. Ja, ja, egal. Mann, keine Kindheit gehabt oder was? Das Hackfleisch gut durchkneten, dass sich alles schön verbindet, vermischt. Das ist wirklich so einfach, ne? Den Grill natürlich schon mal vorheizen. Weißt du was, André? Man sieht den Oregano gar nicht mehr. Dann packt man was rein. Jetzt nehmen wir tatsächlich was vom Frischen. Aber ist das der, der in Flaschen abgefüllt ist? Ja. Den nehmen wir auch. Hieb mit der Zaunlatte verstanden. Danke. Dann Prost. Prost. Prost, Leute. Ich hatte auch schon einen ganz trockenen Hals, muss ich ehrlich sagen. Boah, ich hatte auch Durst. So, den Oregano zupfen wir hier mal runter. Da haben wir mal drei so kleine Zweigchen genommen. Dann haben wir nachher noch einen schönen Farbakzent, hoffe ich. Mal ein bisschen durchmischen und jetzt sieht man auch ein bisschen Blätter. So, was ich dafür gerne nehme, ist so ein Steinofen-Baguette. Das sind diese noch nicht fertig gebackenen. Und die kann man super dafür nehmen, weil unser Sandwich ja doch ein bisschen in den Grill muss oder alternativ in den Backofen. Wir schneiden es einmal in der Hälfte durch und dann einmal so. Dann optional etwas Butter. Die meisten bulgarischen Rezepte gehen mit Butter. Darum machen wir das auch so. Und letzten Endes bringt Butter natürlich auch noch viel Geschmack. Und jetzt zum Schluss nehmen wir uns etwas von unserer Hackmasse und streichen das hier einfach drauf. Also ich persönlich achte da immer ganz gerne drauf, dass es auch schön bis an den Rand geht, weil sonst der Rand natürlich relativ schnell verbrennt. Das ist wie ein Mettbrötchen, oder? Ja, nur mit Käse und Zwiebeln. An der Zwiebel ist ja sowieso mit. Zwiebeln? Ist ja sowieso mit Zwiebeln. So, vier Stück haben wir belegt. Ich habe am Anfang gedacht, das reicht nicht fürs ganze Baguette, aber wir haben noch fast die Hälfte über. Also zwei solcher Baguettes, ja, könnt ihr hinkommen. So, dann ab damit zum Grill. Den Grill habe ich jetzt indirekt vorgeheizt, sprich links, da ist links, links und rechts habe ich einen Brenner jeweils angemacht und in der Mitte, sprich unter den Sandwiches. Da, wo es nicht brennt. Da nicht. Wortfindungsstörungen hier schon wieder. So, dann lassen wir es mal drauf, bis das Brot schön angebräunt ist und das Hackfleisch gar ist. Oh, heiß, heiß, heiß. So, da liegen sie. Die duften richtig, richtig gut. Und ich finde, sie sehen auch echt sehr gut aus. Mit dem Käse oben drauf, der noch so punktuell so vorhanden ist. Das sieht schon gut aus. Mhm. Und es duftet wirklich, wirklich richtig gut. Also wir haben schon mal überbackene Brötchen gemacht, so auf diese ähnliche Art und Weise, sage ich mal. Aber das riecht noch deutlich besser. Von daher bin ich gleich mal auf den Anbiss gespannt. Ich warte ein ganz kleines bisschen, bis das abgekühlt ist. Ja, dann testen wir mal an. Es dürfte auf jeden Fall kross sein, das Brötchen.
ist auf jeden Fall kross. Das hört man. Sehr geil. Sehr geil. Ich muss mich zurückhalten. Nein, ich will ja noch was sagen. Nein, es schmeckt wirklich, wirklich richtig gut. Und es ist so einfach. Der Oregano, der macht tatsächlich auch einiges aus. Man könnte vielleicht sogar noch ein paar Streifchen Soße drüber machen, eurer Wahl. Super, richtig lecker. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, probiert es mal aus. Schreibt mir, wie ihr es gefunden habt. Und Daumen hoch natürlich und Kanal abonnieren, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rolf. Ciao und Mahlzeit. Mm.